Guten Morgen und herzlich willkommen zu meinem Impulsvortrag, der Fragestellungen nachgeht, wie wir die intuitive Klugheit von Führungskräften für Transformation und Mindset-Entwicklung gelingend nutzen können. Ich bin Tilman Peschke, ich bin verheiratet, habe drei Kinder und lebe hier im Osten von Nürnberg, im wunderschönen Hersbruck. Und Sie sehen mich hier in meinem Musikzimmer. Musikzimmer ist für mich daher von Bedeutung, weil ich zunächst Musik studiert habe. Ich bin Pianist. Und habe später mich auf die große Reise gemacht, in Richtung Beratung zu gehen. Ich habe bei den Führungskräfteentwicklungsprogrammen begonnen, Teamentwicklung, Coaching durchgeführt und habe zunehmend verstanden, dass Organisationen nur dann eine Transformation hinbekommen können, wenn sich das ganz eng verzahnt. Das hat oft nichts mit guten Absichten zu tun, sondern es hat viel mehr mit unwillkürlichen Phänomenen zu tun, wie wir das nennen. Ich bin neben meiner beraterischen Tätigkeit auch Lehrtrainer am Milton-Erickson-Institut bei Heidelberg beim Gunter Schmidt, genau zu diesen Themenstellungen, Organisationsentwicklung, Teamentwicklung und Führung. Und in diesem Impulsvortrag möchte ich Sie reinholen in meine Welt, wie ich heute arbeite mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Transformation und Führungskräfte eben begleiten auf ihren Reisen, die da jetzt allen Ortens dringend notwendig sind. Ja. Lassen Sie mich mit der Führungskraft an sich und ihrer Rolle erstmal starten. Denn diese Rolle ist geprägt von so vielen Einladungen zu einem bestimmten zu werden, dass man sich sehr verwechseln kann. Und das gängige Mindset von Führung, was eine Führungskraft alles tun soll, trägt einen erheblichen Beitrag daran. Wir in der Hypnosystemik, wir verstehen Führungskräfte zunächst mal uns vor allem als Sinnstifter. Als diejenigen, die der gesamten Arbeit, der ganzen Kollaboration im Team einen Rahmen setzen müssen und einen Sinn geben, wobei Sinn kann gar nicht gegeben werden, außer von dem, der ihn erlebt. Aber sie müssen sicherstellen, dass Menschen Sinn erleben können. Ich verwende gerne den metaphorischen Begriff eines Schlusssteines. Sie kennen alle die großen romanischen und gotischen Kirchen und Gewölbe. Da haben wir einen Gewölbebogen. Und ganz am Schluss, wenn alle Steine noch gestützt sind, wird ganz am Schluss oben ein Schlussstein eingesetzt. Und das Besondere an dem Schlussstein ist, nicht, dass er irgendwie besonders viel toller ist, ist das gleiche Material, aber wenn er richtig sitzt und passt, dann erst kommt die Kraftübertragung in diesen Bogen hinein. Und so verstehe ich für die Rolle einer Führungskraft. Sie spannt einen Raum auf. Dadurch, dass es sie gibt, denn wenn Führungskräfte quasi fehlen in der hierarchischen Organisation, haben wir sofort eine Vakuumsituation. Wenn sie da sind, sind sie da. Und jetzt gilt es, einen Raum aufzuspannen, in dem gelingende Kooperation überhaupt möglich sein kann. Hierfür sind aus meiner Sicht zwei Kriterien erforderlich. Diese Wirkung entsteht, wenn eine Führungskraft visionäre Fähigkeiten hat. Visionär im Sinne von, ich habe eine Idee davon, wohin die Reise mit uns als Team, uns als Organisation im Dienste des Kunden gehen kann. Das gibt Richtung. Und wir werden später bei Gerald Hüther sehen, wenn es auch noch für die persönliche Weiterentwicklung Sinn ergibt, dann ist eine günstige Grundbedingung für gelingende Kooperation überhaupt erst da. Also wir brauchen diese Zukunftsorientierung, die Sinn ermöglicht. Daneben braucht es etwas. Ich nehme den Begriff Integrität. Mitarbeiter brauchen eine hohe Einschätzungssicherheit, wie sie ihre Führungskraft spüren, worauf sie sich verlassen können, wofür er steht, wie man mit ihm in Austausch gehen kann. Und es muss integer und verlässlich sein. Wenn aber beides gegeben ist, Integrität und Verlässlichkeit und Zukunftsorientierung, beginnt dieser Raum oder dieser Raum, dieser Kirchenraum, wenn man so will, stabil zu stehen. Was ich hier als Primärsystem meine, ist, dass eine in der hierarchischen Organisation, die disziplinarische Führungskraft, genau diesen Raum aufspannen muss für ihre direkten Mitarbeiter, die Direct Reports. Und es gibt keine Führungsebene, wo man aus dieser Verantwortung rauskommt. Immer wieder hört man, dass Vorstandsvorsitzende oder Vorstände den Eindruck hätten, ihre Ebenen drunter seien doch erwachsen und bodenständig genug, die könnten das selber tun. Das ist falsch. Sinnstiftung wird immer notwendig sein in jedem Primärsystem. Also vom CEO, vom obersten Schlussstein an der Kathedrale, der muss sitzen, damit Orientierung, Vision für alle Ebenen darunter möglich wird. Das heißt aber nicht, dass die Ebene drunter nicht genau wieder diese gleiche Funktion hat. Also jede Führungsebene
muss eine sinnstiftende Rolle haben. Dafür muss sie Schlussstein sein in ihrem Primärsystem und nicht gleich über alle. Bereichsleiter haben oft das Gefühl, ich habe mehrere hundert Leute. Das stimmt so nicht. Das sind andere Führungsebenen darunter. Und Primärsystem, somit verstehe ich immer die Direct Reports. Also, Führungskraft als Sinnstifter für Entwicklung und menschliche Verlässlichkeit. Und das muss spürbar und erlebbar sein in seinem Primärsystem. Jetzt unterscheide ich in dem Titel ja schon die intuitive Klugheit von anderen Klugheiten. Typischerweise wachsen Führungskräfte ja auf in Universitäten, in der Wissenschaft, gleichzeitig dann an Business Schools. Und die sind geprägt von einer sehr kognitiven Welt. Eine kognitive Welt, in der Ratio die bestimmende Rolle spielt, was ja auch vernünftig ist auf eine Art. Dass wir also kognitiv sagen, Mensch, ich weiß viel, mein gesamtes Wissen, ich habe viel gelernt, ich habe viel Erfahrung gesammelt im Leben, ich weiß, wie es geht. Und davon ist das typische Mind einer Führungskraft geprägt. Das ist auch nachvollziehbar, seit der Aufklärung leben wir in einer Welt, wo wir gelernt haben, cogito ergo sum, weil ich denke, weil ich bin ich. Nicht, weil ich etwas fühle, weil ich etwas empfinde, sondern weil ich rational denken kann. Das war historisch gesehen für die Weiterentwicklung der Menschheit und der Wahrnehmung rein der magischen Welt ja durchaus sinnvoll. Gleichzeitig hat es zu einer Überkognifizierung, könnte man vielleicht sagen, unserer ganzen Ausbildungssysteme geführt. Und jetzt im 21. Jahrhundert erscheint es durch die Erkenntnisse der Neurobiologie und anderer, dass wir dringend wieder zurück müssen. Dass es also neben dieser kognitiven Klugheit andere auch noch geben muss. Und für mich stellt sich das so dar, wir haben ja einen Körper dabei, einen Organismus, der uns permanent widerspiegelt, wie sich unsere Gedanken, unsere inneren Bilder, wie die sich anfühlen. Fühlen tun wir im Körper. Das spüren wir überall. Und dieses Fühlen ist zentral, weil ohne diese Gefühle können wir später gar keine Entscheidungen treffen. Die Annahme, man könnte rationale Entscheidungen treffen, ist ja neurobiologisch eindeutig widerlegt. Wir können ja nur Entscheidungen treffen aufgrund von Gefühlen und danach versuchen, rational zu überblicken, bezogen auf Ursache und Wirkung, ob das stimmig ist. Die Entscheidung wird aber blitzschnell im limbischen System getroffen. Also wir haben schon eine kognitive Klugheit, wir haben sowas wie eine emotionale Klugheit, weil unser ganzer Organismus hier dabei ist, uns Feedback zu geben über diese gesamten Prozesse. Und nicht zuletzt haben wir auch eine intuitive Klugheit, die uns nämlich, wenn wir hier diesen untersten Bereich der Intuition mit hinzunehmen, ermöglicht, überhaupt neue Ideen zu entwickeln. Und Sie sehen es jetzt schon an den Pfeilen, die sich hier reingespielt haben, dass wenn die Kognition mit dem Organismus, also wenn mein Denken und mein Fühlen, wenn das sehr gut beieinander ist, dann kann ich aus der Intuition neue Ideen schöpfen. Und wenn Sie mal kurz nachdenken, wann Sie besonders gute Ideen haben, prüfen Sie mal, wann hatten Sie die letzte gute Idee, die bei Ihnen vorbeispaziert ist? In welchem Kontext ist Ihnen das gelungen? Da antworten die meisten Menschen, die ich das frage, darauf mit etwas wie, naja, ich habe sehr gute Ideen zum Beispiel beim Spazierengehen. Wenn ich an der frischen Luft mit meinem Körper in Bewegung, Fokus im Kopf, eine Richtung so vor mich hinschreite und gleichzeitig gibt es so trancemäßige, bildhafte Strömungen durch mein Bewusstsein, was mir Ideen gibt. Genau dieses strömende Trance, ich nenne das generative Tranceprozesse, generative Flow-Prozesse, um genau zu sein, entstehen auch bei vielen Menschen morgens beim Duschen. Ich bin so ein Duscher. Wenn ich Fragen habe, wo ich nicht weiß, wie ich das angehen könnte, dann dusche ich meistens ein bisschen länger, die Temperatur ist ein bisschen wärmer, der Wasserstrahl muss genau stimmen. Und wenn ich dann so in der Dusche stehe und das Warme spüre, meinen Körper spüre, dann allmählich fließen diese ganzen Gedanken aus mir heraus und im blitzschnell entstehen völlig neue Ideen, wie man jetzt diese Herausforderung, diese Frage, dieses Problem lösen könnte. Wir haben also hier eher eine intuitive Klugheit, also ein Zusammenspiel von Emotionen und unbegrenzt vielen neuen Möglichkeiten, die unserem Bewusstsein, der Gunter Schmidt nennt das ja gerne Steuerungs-Ich, ich nenne es gern erweitertes Bewusstsein, ich glaube, wir meinen genau das Gleiche, was uns dann zur Verfügung steht als neue Idee. Das gelingt aber halt leider nicht immer und noch dazu in Organisationen ist es oft besonders verdrängt, da hat man eher das Gefühl, dass zwischen dem Verstand, dem Ratio des analytischen Denkens und dem Organismus, der was spürt und der was vorschlagen könnte, eine Firewall eingezogen wurde. Das heißt ja auch oft in Erziehungen von Jungs,
Junge, träum nicht, wer etwas vernünftig ist. Kannst du mal rational sein? Und man bekommt den Eindruck, dass Emotionen, wenn man in das Geschäft geht, unten am Eingang an der Garderobe abgehängt werden müssen. Nur eine Emotion ist ja tatsächlich erlaubt in Organisationen, nämlich die, schenkelklopfend heiter zu sein. Andere Emotionen wie Frustration, wie Kränkung, wie Trauer haben gar keinen Raum. Die werden dissoziiert im Erleben der Menschen, die sie es eigentlich erleben. Und sie haben das Gefühl, oh, wenn ich zu viel davon habe, dann bin ich nicht professionell. Die Zuschreibungen laufen ja auch permanent. So erkläre ich mir, warum sich das so dissoziiert hat, dass also eine gute Führungskraft, Mann oder Frau, sehr rational, sehr lösungsorientiert, sehr wissend unterwegs ist und aus diesen Positionen heraus versucht, ihren Führungsalltag zu bewerkstelligen. Das klappt halt nicht ausreichend. Und es klappt deswegen nicht ausreichend, weil unser gesamtes Wissen, unsere Erfahrung, die Wissenschaft ist vergangenheitsorientiert. Und vergangenheitsorientiert heißt ja dann nun mal, es ist schon rum. Zugleich haben wir ja gerade in der Gegenwart Herausforderungen, wo große Wechselwirkungen einer komplexen VUCA-World dafür sorgen, dass die Vorhersagbarkeit drastisch abnimmt. Wenn ich aber die Vorhersagbarkeit drastisch abnimmt, muss ich aus ganz anderen Quellen schöpfen, aus ganz anderen Quellen. Und hier kommt es jetzt zusammen, dass wir unbedingt diese Arten von generativen Flow-Prozesse brauchen, aber nicht isoliert, alleine. Das ist ja schon toll, wenn man das selber hinbekommt, ne? Wenn man das für sich hinbekommt, genau, ich spüre mich, was könnte ich für Ideen entwickeln oder ein bisschen länger duscht und ausführlicher, um sozusagen in der Suchbewegung zu bleiben. Wir sind aber nicht allein in der Welt. Wir können auch nicht allein sein. In Organisationen schon erst recht nicht. Eine Führungskraft muss ja diese Art von generativen Flow-Phänomenen gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterschaft aufbauen und entwickeln. Und da kommt jetzt halt dann der andere dazu, mit seinem genauso dem gleichen Organismus, wo man auch noch nicht weiß, ist er eigentlich getrennt oder spielt es schön zusammen. Und jetzt kommt aber etwas sehr, sehr, sehr Zentrales ins Boot. Wenn ich mich spüre, wenn ich ein Gefühl habe für das mein Organismus und die Frage, wie fühlt es sich an für dich, ist es stimmig eigentlich, wie wir gerade vorgehen hier im Meeting, ist es stimmig gerade, wie wir Entscheidungen treffen, ist es stimmig für mich, wie wir mit Spannungsfeldern und Konflikten umgehen, bin ich fein damit oder fühlt es sich anders an? Wenn ich mich selber gut spüre, ist es eine Voraussetzung davon, dass wir uns auch gemeinsam gut spüren können. Und die Bezogenheit, diese Beziehung zueinander, die wir brauchen, die kann so überhaupt erst angeregt werden. Und diese Bezogenheit, die Zugehörigkeit, das sehen wir gleich im nächsten Schritt nochmal, die ist zentral wichtig für unsere Entwicklung als Menschen. Die ist zentral wichtig dafür, dass wir überhaupt uns verbinden können. Und man könnte also sagen, ich muss mich erst mit mir verbinden, damit ich mit anderen gut verbunden sein kann. Jetzt hat die Gegenwart so gigantische Herausforderungen. Geschäftsmodelle brechen weg, Digitalisierungssprünge, Quantensprünge nach vorne, Sicherheitsfragen, Weltmärkte, Geschäftsmodelle an sich, alles ist in einer drastischen Veränderung. Niemand kann in dieser Welt, wir sind nachher nochmal ausführlicher, niemand kann in dieser Welt wissen, wie es richtig geht. Es geht nicht. Sie haben es noch nie erlebt, in der Form. Wir können Annahmen treffen. Wenn Sie es aber nicht wissen können, brauchen Sie Verbundenheit mit anderen. Sie brauchen gemeinsame generative Flow-Prozesse, damit Sie in der Community quasi ein gemeinsam zusammengetragene Facetten, Aspekte, Perspektiven auf Möglichkeit abschätzen können und dann gemeinsam spüren, wahrscheinlich ist es so am besten. Wahrscheinlich ist es so am besten. Das ist keine kognitive Ursache, Wirkung, logisch, wir haben es sauber analysiert, das muss so entschieden werden, Welt, sondern das ist eine ganz andere. Das ist eine, die aus dem Organismus die intuitive Klugheit von uns, von der Gemeinsamkeit und schlussendlich, ich meine, das fällt mal ein bisschen poetisch, das gesamte Kosmos ist ja ein intelligentes, in sich stabil haltendes Gesamtsystem und wir sind ein Teil davon. Und dafür brauchen wir die Verbundenheit mit uns, um mit anderen verbunden zu sein. Und das ist nichts Statisches. Es muss erzeugt werden von allen erlebenden Beobachtern in jedem Moment gemeinsam. Von den Teammitgliedern untereinander, von der Führungskraft, die mit dabei ist, auch in agilen Teams, wenn es keine Führungskraft gibt, spielt keine Rolle. Wo Menschen zusammenarbeiten, müssen wir was dafür tun, dass diese Kohäsion, diese Verbundenheit, ich sage auf der Skala von 1 bis 10, eine 8,5,
dass die erzeugt wird, sodass wir wie eine Räuberbande, wie eine Rockband so richtig was bewegen und treiben können. Weil es aber erzeugt wird, weil es aber nicht stabil ist, weil der Alltag der Zusammenarbeit, ähnlich einer Werkstatt, wo gehobelt wird, fallen Späne, sozusagen ungünstige Nebenwirkungen erzeugt werden, brauchen wir unbedingt die Retrospektive. Also wenn das Gemeinsame gelingt, brauchen wir dann unbedingt die Retrospektive, weil das ist der Ort, wo wir, das können wir in der agilen Welt lernen, in einem regelmäßigen Rhythmus uns genau miteinander anschauen, wie spielt denn eigentlich und wie gelingt uns unser Zusammenspiel? Und wo haben wir ungünstige Wirkungen in uns trotz bester Absicht erzeugt? Wo bin ich versehentlich einem Kollegen auf den Fuß getreten, ohne dass es vielleicht meine Absicht war oder ich dachte, ist doch nicht so schlimm? Es hat aber Spuren hinterlassen. Und sozusagen Kooperation, gemeinsame generative Flow-Prozesse gelingen dauerhaft nur und ausschließlich, wenn wir wieder regelmäßig was dafür tun. Psychohygiene hat man es früher mal genannt, dass wir uns regelmäßig in Retrospektiven unterhalten darüber, welche Wirkungen sind denn eigentlich entstanden zwischen uns? Welche Bedürfnisse haben wir jetzt aneinander? Alle Emotionen, die wir haben, sind nichts anderes als Ausdruck eines Bedürfnisses, dass ich etwas brauche, dass ich etwas brauche vom anderen, dass ich etwas brauche von mir, dass ich womöglich etwas brauche von meiner Führungskraft. Dafür ist so wichtig, dass besprechbar wird in der Retrospektive, was wir brauchen voneinander, um dann auf der Ebene der Vereinbarungen und Regulationen zu gucken, wie machen wir dann miteinander weiter. Man kann der agilen Welt gar nicht dankbar genug sein dafür, dass sie diese Retrospektive und den fachlichen Review, aber insbesondere die Retrospektive zum integralen Bestandteil ihrer Arbeit gemacht haben und es verstehen. Wenn man sich so mit Agile Natives unterhält, das sagen mir meine Sparringspartner, also du kannst auf vieles verzichten und vieles so oder so machen. Worauf du nicht verzichten darfst, ist die Retrospektive. Denn ohne diesen gemeinsamen Raum, wo Lernen, soziales Lernen, miteinander Lernen möglich wird, gibt es keine günstige Weiterentwicklung. Darin müssen aber alle auch einen Sinn sehen und eine Motivation. Und da möchte ich gern zum nächsten Punkt kommen. Motivation im Sinn. Gerald Hüther hat es in einer wunderbaren Art mal zum Ausdruck gebracht im Kongress in Garmisch-Partenkirchen, wo ich seinerzeit war, und sagte, wir Menschen brauchen von der Wiege bis zur Bahre die Möglichkeit, uns Zukünfte vorzustellen und auf diese Zukünfte hinzuwachsen. Wir Menschen brauchen permanente Weiterentwicklung. Das beginnt ja natürlich als Fötus schon, da wachsen die Zellen jeden Tag, wenn wir in der Welt sind. Unser Bewegungsraum, unser Körper wächst permanent, unsere Sprachmöglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten wachsen, es wird immer differenzierter. Irgendwann wird der Freundeskreis größer, irgendwann wird das Wissen und die Erfahrung größer, das Taschengeld wächst, irgendwann kommen wir in die erste kleine Wohnung oder erstes kleines Zimmer, die Wohnung wächst, es geht in ein Haus. Sie werden merken, alles wächst im Leben. Das erste Auto mag noch klein gewesen sein und später, wenn wir das Gefühl haben, wir sind wirklich was geworden, dann wiederum sind wir wieder weitergewachsen. Es ist also wichtig, und das sehen Sie in diesem kleinen grünen Quadrat in der Mitte, dass wir einerseits also diese Vision haben, wo wir über die erotische Beziehung zu Visionen reden und andererseits die Aufgaben des Alltags darauf einzahlen, dass ich dahin wachsen kann zu dem, wer ich gerne wäre. Wenn ich jetzt aber dahin wachsen kann, zu dem, der ich gerne wäre, dann beginnt überhaupt erst meine Arbeit, mir Sinn zu ergeben. Und dies muss unbedingt beachtet werden, denn jeder Mensch, auch wenn es manchmal nicht so scheint, hat genau dieses Grundbedürfnis. Ich wachse durch meine Aufgaben auf meine Ziele zu und ich erlebe mich darin als selbstwirksam. Und wenn Sie mal eine Krise in Ihrem Leben hatten, dann werden Sie merken, dass diese Perspektive und der Weg, dass entweder die Perspektive weg ist oder die Aufgaben darauf nicht mehr einzahlen. Und wenn Sie das mal für sich innerlich prüfen, wenn Sie mal so eine Krise hatten, ich habe sie so alle 8 bis 10 Jahre, kommt mal eine vorbei bei mir, also ich habe schon ein paar auf dem Buckel, dann sind die immer vom Gleichen geprägt, dass Bilder und Aufgaben und Weiterentwicklung nicht mehr in sich stimmig sind. Als ich Klavierlehrer war seinerzeit, habe ich den Job wirklich gerne gemacht. Das war interessant und faszinierend und hat mir Freude gemacht, also unterrichten. Ich war gut ausgelastet, hat alles gepasst, aber durch die Selbstständigkeit war klar, ich gehe zielstrebig, egal wie viel ich arbeite, die Klasse war mit 40 Schülern schon sehr voll, ich gehe auf die Altersarmut zu. Also das Faktum, Geld wächst nicht, sondern negativ.
Im Alter werde ich noch weniger haben. Und wenn man dann von der Künstlersozialkasse seinen Bescheid kriegt, muss man sagen, ja, davon kann kein Mensch leben. Und damals war dann völlig unklar, was eigentlich wohin. Da komme ich aber später nochmal darauf zu. Also, aber ohne Krise, also Motivation, Energie entsteht dann, wenn Sie eine Imagination Ihrer Zukunft haben und sagen, wow, genau, da will ich hin, dafür macht es Sinn, dass ich mir die ganze Mühe in jedem Tag mache. Das allein reicht aber noch nicht, sagt der Hüter, sondern wir sind ja soziale Wesen und wir können nicht allein sein. Wir brauchen sozusagen diese Bezogenheit zu anderen, diese Zugehörigkeit. Jeder Mensch braucht ein Team, er braucht eine Heimat, er braucht eine professionelle Familie, er braucht aber auch eine Familie. Selbst wenn man sich allein in den Wald zurückzieht, ist man ja nicht allein. Man ist ja in Beziehung zu denen, die zu einem dazugehören, selbst wenn man sich von ihnen wegbewegt. Sie kennen alle das Phänomen, dass Sie sich vielleicht mit Ihrer Partnerin, mit Ihrem Partner gestritten haben und dann wegfahren. Na, der ist ja beinhart neben ihm auf dem Fahrersitz, sitzt förmlich auf dem Schoß. Also, wir Menschen können uns nicht isoliert voneinander denken. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Wir brauchen also immer ein Gegenüber, damit wir selber werden können. Wir nennen es ja auch bezogene Individuation. Also in der Bezogenheit zu anderen, da werde ich ganz. Und dieses Spüren ist zentral. Und Sinnstifter, Führungskräfte müssen spüren, dass sie diese unheimlich wichtige Rolle haben in ihrem Primärsystem. Wenn es schon eine Hierarchie gibt, hat die Führungskraft eine solche Funktion. Vielleicht ist es sogar die wichtigste Aufgabe, den Raum aufzuspannen, wie schon erwähnt, damit diese Zugehörigkeit, diese Bezogenheit, bezogen auf individuelle Ziele, die dann zu Unternehmenszielen passen müssen, anzuregen und möglich zu machen. Das ist jetzt mal aus Sicht der Neurobiologie, könnte man sagen, so. Und jetzt lassen Sie uns noch einen Schritt weitergehen, denn in dieser Welt, in der wir gerade unterwegs sind, ändern sich ja dramatisch viele Dinge. Und dies, was sich verändert, ist nicht nur einfach in der äußeren Welt eine Veränderung, sondern alles, was sich wandelt, hat eine Frage in der Identität und im Selbstwert. Wer bin ich eigentlich? Also ich nehme nur ein kleines Beispiel. Wer sich von Ihnen schon mit Scrum und agilen Organisationen intensiver beschäftigt hat, da ist die explizite Führungsrolle ja überhaupt nicht mehr vorhanden, sondern verschiedene Führungsimpulse, wie zum Beispiel, dass man die Retrospektiven moderiert, der Scrum Master, oder dass man sich für ein Produkt verantwortlich fühlt, wie der Product Owner. Also verschiedene Teilfunktionen sind verlagert auf was anderes. Oder dass es zum Beispiel einen klaren Prozess gibt im Scrum, eine ganz klare Framework, wie das abzulaufen hat. Da ist dann klar, dass mit Selbstorganisationselementen, mit Prozesselementen, mit Rollenelementen anders der Organismus reguliert wird. Wenn Sie aber jetzt in diesen Veränderungen, wo Sie noch gar nicht wissen, wohin die Reise da eigentlich gehen sollen, wissen, da gibt es keine Führungskräfte mehr. Was passiert denn mit Führungskräften auf dieser Reise? Und was müssen Sie über Ihre Intuition lernen? Und was müssen Sie dann nutzen? Was müssen Sie in Ihrem Vorstellungsraum und Möglichkeitsraum integrieren, damit Sie damit einen Umgang finden können? Also, und daher wollen wir einen Schritt weiter gucken und sagen, ja gut, also als Führungskraft oder auch wir, als wir jetzt auch immer jetzt gerade in diesen Zeiten, da stehe ich eben oftmals vor dieser Frage, puh, ich weiß gar nicht, wo es hingehen kann in der Zukunft. Ich weiß überhaupt nicht, woher das enden soll. Was soll eigentlich werden mit uns? Jetzt sind Sie aber gewöhnt, kognitiv gebahnt durch und durch. Sie sind dann eine Führungskraft, wenn Sie Lösungen haben, wenn Sie Entscheidungen treffen, wenn Sie Ziele setzen, wenn Sie Aufgaben verteilen und so weiter und so fort. Ah, jetzt soll es auch noch Sinn ergeben. Und die Zukunft ist vollkommen ungewiss. Wie geht es einem da? Das ist nicht einfach nur, ah ja, jetzt machen wir halt weiter. Man kann gar nicht weitermachen, auch wenn viele mit der gleichen Betriebsamkeit so tun, als könnte man weitermachen. Aber wenn der Bezug in der Zukunft, wenn der nicht klar ist, weil der nicht klar ist, wo die Reise hingeht, dann ist wieder Sinn möglich. Und wenn aber kein Sinn möglich ist, Sie wissen, wie das ist, wenn Sie sinnbefreite Aufgaben tun, gibt es keine Entwicklung. Sodass wir hier eine Situation haben, dass Führungskräfte oft bestenfalls sozusagen mal einen Fokus haben oder eine Absicht, es muss echt anders werden. Ich weiß aber überhaupt nicht wie. Vielleicht einen Fokus setzen, naja, das Geschäftsmodell, das müssten wir als erstes anfassen, weil uns rennen die Kunden davon. Oder wer weiß, ob der Kunde uns noch braucht, wenn es mit Big Data andere Anbieter gibt, die viel mehr von diesen Datas haben. Und wenn diese ganze Ungewissheit ist, was passiert mit Menschen, die dann spüren, ich muss es wissen, ich muss Orientierung geben, ich muss klar sein, es muss logisch sein,
an. Außerdem, ich muss es nur klar genug analysieren. Dann finde ich es schon heraus. Mal ehrlich gesagt, die sind verloren. Die sind in dem Moment verloren, weil sie nur Zugang zu ihrer kognitiven Klugheit, die ja ohne Zweifel wertvoll war, haben, aber nicht zu der intuitiven Klugheit, die aus was ganz anderem schöpft. Und dieses schöpft hat was zu tun mit der Frage, bin ich mir selber eigentlich etwas wert? Also bin ich mir als Manager, als Managerin auch etwas wert, wenn ich einen Umgang habe mit dem Nichtwissen? Kann ich das eigentlich aushalten, dass ich es noch nicht weiß? Und wir haben ja auch das Thema Mindset. Oft Mitarbeiter haben ja auch das Mindset, die Vorstellung, die Annahme. Führungskraft muss es immer wissen. Das haben die ja auch gelernt. Sie haben es aber auch gelernt, weil Führungskräfte bisher immer so aufgetreten sind. Ich sage mal geradezu besserwisserisch, und Mitarbeiter sagen mussten, tja, wenn es meinst, dann mache ich es halt so. Und damit geht ja sofort die Energie raus. Ist auch vernünftig. Macht doch keinen Sinn, sich da voll zu engagieren, an seine Grenzen zu gehen und dann weiß es immer irgendjemand nochmal besser wie immer selber. Also, das ist schon in Wechselwirkung erzeugt und gelernt. Und jetzt erleben Führungskräfte in dramatischer Weise, dass Zukunft nicht mehr vorhersagbar ist, seitens von der Geschäftsmodelle, seitens von den Arbeitsweisen. Denn wir merken ja, gerade auf Konzernebene merken wir überall große Zentralen, die sich aufgebaut haben, die in administrativer Verstrickung am Ersticken sind förmlich und wissen, sie müssen sich verändern, aber auch spüren, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo ist denn da mein Platz? Das ist für uns als Außenstehende oft überhaupt nicht nachvollziehbar. Das kann man nur über neurobiologisch Stimmbestand sich nochmal vergegenwärtigen, dass da was Dramatisches in den Leuten passiert. Denn rational ist doch klar, dass jede Fachkraft gebraucht wird. Wir haben ja einen Arbeitnehmermangel in der Zukunft, einen Fachkräftemangel. Also gebraucht wird doch eh jeder. Dass es dann nochmal ein paar Veränderungen gibt, mag sein. Dennoch ist es so panisch, dass man es ohne weiteres nicht nachvollziehen kann. Man spürt aber sofort, dass die Frage nach dem Selbstwert noch nicht beantwortet ist hinsichtlich, ich bin mir auch was wert, auch wenn ich es nicht weiß. Ich gehe auch ganz liebevoll mit mir um, auch wenn es hier gerade sehr turbulent ist. Ich gehe liebevoll mit mir um, auch wenn andere glauben, ich mache meinen Job nicht richtig. Und aus so einem Geborgensein heraus, einen Selbstwert sich zu spüren als ich bin was wert, und zwar mir, selbst wenn ich anderen womöglich gerade weniger wert bin, das haben nicht alle mit in die Wiege gelegt bekommen. Umso mehr müssen wir aus der Beratungsseite, aus der Coachingseite, aus der therapeutischen Seite permanent dafür etwas tun, dass wir die Leute wertschätzen, auch im Ungewissen. Und dieses Bestmögliche tun. Denn das, was ich jetzt gerade angedeutet habe, ist, dass der Selbstwert eben unter Umständen dann gerade so klein wird und man sich verkriechen möchte. Ich habe dramatische Geschichten von meinem Onkel, der im Citydienst in Nürnberg tätig war, gehört, dass oftmals Manager bei ihm morgens um 8 durch die Tür gingen, in Anzug und Krawatte und Täschchen, gerade so, als würden sie in ihren Industriekonzern marschieren und sich bei ihm hingesetzt haben. Und da habe ich so naiv gefragt, ja, warum kommen denn die mit Anzug und Täschchen, wenn sie da zu dir kommen? Das sagt er. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Die sind durch eine Kündigung zum Beispiel so traumatisiert und sind sich so selbst nichts mehr wert, dass sie noch nicht mal ihrer Frau, ihren Familien daran teilhaben lassen. Daran merkt man, wie dramatisch das ist. Und wenn man sich jetzt die Neurobiologie nochmal genauer anguckt, ich schlage hier das Scarf-Modell von David Rock gerne vor, dann wird einem bewusst, dass es eben auch genau so dramatisch ist, wenn da nicht aus anderen Identitäten, aus Seiten, die wir alle auch haben, die aber womöglich aufgrund von Erziehung, von Lernen in Organisationen dissoziiert sind, dass da erstmal keine anderen Möglichkeiten mehr sind. Und im Sinne des Scarf-Modells nur Bedrohungsmuster ausgelöst werden. Vielleicht nur kurz für die, die es noch nicht gehört haben. In unserem limbischen System im Mittelhirn, das man auch Säugetiere-Gehirn nennt, weil da die ganzen bildhaften Prozesse, die imaginativen Prozesse eben anscheinend größtenteils ablaufen und entstehen, da wird permanent bewertet zwischen Belohnung und Bedrohung. Belohnung bedeutet sowas von, wow, das ist toll, da habe ich sofort Lust drauf, das ist klasse, da lass uns mal, Mensch, überlegen, wie man es gehen kann, ich habe schon erste Ideen und ah, da rufe ich mal jemanden an. Also Energie, Verbundenheit und Kreativität wird durch Belohnungsmuster ausgelöst. Jetzt kennen Sie aber alle das Phänomen, dass Sie am Samstagnachmittag auf dem Sofa sitzen, gerade was noch gemütlich, Sie gucken auf Ihr Telefon, auf einmal kriegen Sie wie einen Schock, da poppt irgendeine E-Mail hoch und Sie kriegen einen halben Herzinfarkt. Das sieht nicht nach einem Belohnungsmuster aus. Das sieht nach einem Bedrohungsmuster aus. Und die Neurobiologie ist ja eindeutig darin, dass sie sagt, wenn auf dieser imaginativen Ebene
das als Bedrohung bewertet wird, dann ist imaginativ und Realität, die sogenannte Realität, überhaupt kein Unterschied. Also ob man jetzt in Brasilien am Straßenrand eine Knarre am Kopf hat und echte Lebensbedrohung hat oder eine E-Mail sieht, fürs limbische System und diese autopoetischen Vorstellungsreisen spielt das, macht das keinen Unterschied, es spielt keine Rolle. Und es ist gut zu wissen. Denn jetzt können wir und auch Führungskräfte, wenn sie in ihre Teams gucken, haben wir eigentlich eher Belohnungsmuster oder Bedrohungsmuster? Und Bedrohung heißt dann eher, ist da jemand kraftvoll dagegen? Ist er kämpferisch? Tut er so, als dass er flüchtet, hat er keine Lust mehr mitzumachen? Oder tut er so, als würde es ihn nichts angehen? In Organisationen kann ich ganz viel entweder Kampf- oder Totstellreflex beobachten. Und wenn man Führungskräfte mal fragt, wie schätzt denn das eher ein? Bei dir im Team, bei euch im Haus, dort in dem oder jenem Bereich, da kommt oft die Feststellung, oh, das sieht eher nach Bedrohungsmustern aus. Da machen Leute Dienst nach Vorschrift. Sie versagen sich der Welt in ihrer Kreativität. Nicht, weil es gerade so toll ist. Kreativität geht ja von ganz alleine, wenn man sich belohnt fühlt. Da müssen wir gar nichts dafür tun, da brauchen wir auch keine Methoden. Da müssen wir uns sicher fühlen, da muss die Sinn drin sein, dann geht das von ganz alleine, da braucht niemand irgendeinen Workshop dazu machen. Wir müssen Rahmenbedingungen setzen, damit Menschen sich sicher und belohnt erleben können. Viele in Organisationen, gerade wo Transformation eine Rolle spielt, erleben es aber als massive Bedrohung. Und das SCARF-Modell hilft jetzt in besonderer Weise zu erläutern oder sich zu sensibilisieren, Hypothesen zu bilden, was mag im Individuum gerade vor sich gehen. Und da spielt jetzt eine große Rolle zunächst mal der Status. Dies meint jetzt die Frage, wer bin ich denn eigentlich? Im Gefüge meiner Organisation. Wie wichtig bin ich denn? Ich bin ja in der bezogenen Individuation, ist es mir ja wichtig, wo bin ich im Gefüge mit den anderen? Bin ich da ganz auf Augenhöhe? Bin ich da irgendwo mehr Experte? Habe ich da mehr Erfahrung? Habe ich da mehr, was weiß ich? Also, wie ist diese Gemengelage von mal bin ich größer, mal bin ich kleiner? Ist es eigentlich stimmig? Und wenn jetzt Umstrukturierungen kommen, dann merkt man halt, dass gerade der Status, also die Seiten in den Leuten, sich oft von Statusattributen abhängig machen und dadurch sich massiv bedroht erleben. Nehmen Sie das Thema Dienstwagenregelungen. Wenn jemand gerade noch einen 5er BMW gefahren ist und dann einen Opel Corsa vor sich hingestellt kriegt, dann fühlt er sich eher bedroht als belohnt durch den kleineren Auto. Es gibt auch einen Schraubenhersteller, sehr bekannten, der das als Führungsinstrument einsetzt. Wer seine Zahlen im Vertrieb nicht bringt, kriegt eine andere Autoklasse auf den Hof gestellt. Es spielt aber auch eine große Rolle, dass wenn umgezogen wird, zum Beispiel in Bürogebäuden, da machen Menschen manchmal ihren Status davon abhängig, ob sie jetzt näher am Fenster sitzen dürfen oder am Aufzug sitzen müssen. Ob sie ein Einzelbüro haben oder ob sie mit anderen im Großraumbüro klatschen müssen. Wenn man auf diese Wirkungen anguckt, da merkt man, das kann man sich oft nicht erklären. Wenn man es aus der Statussicht mal versucht, sich zu erklären, da bekommt man meistens gute Ideen. Und das finde ich überhaupt nichts, was man vielleicht ironisch oder belächeln sollte. Ganz im Gegenteil. Wir alle haben unsere Dinge, von denen wir sagen, wenn das so ist, wenn ich das habe, wenn ich der bin, dann bin ich mir was wert. Und wenn ich die Besorgnis habe, es wird mir genommen, dann sieht es gleich anders aus. Prüfen Sie mal, wie oft Sie im Leben schon Momente hatten, wo eine Veränderung, welch ganz gleich welche Art, Sie in Ihrem Statusempfinden bedrückt, berührt, bedroht hat. C steht für Certainty. Damit ist die Vorhersagbarkeit von Zukunft gemeint. Die Sicherheit, ich weiß, was kommt. Und es ist ja auch so, dass gerade jetzt in dieser ganzen Krisenzeit, die wir jetzt hier erleben mit Corona, dass diese Nichtvorhersagbarkeit von dem, wie es läuft, bei vielen dazu geführt hat, dass man ganz operativ im Homeoffice Dinge abgearbeitet hat und es hat Sicherheit gegeben. Denn mal faktisch, kein Mensch wusste, kein Mensch konnte sagen von uns allen, ob das und wie das und was dann tatsächlich überhaupt gelingen wird. Kein Mensch kann das sagen. Jetzt allmählich kriegen wir eine Perspektive und es wird klarer. Zu Beginn war das nicht so. Und Certainty ist für uns besonders wichtig, womöglich gerade in unserer Kultur. In der Globe-Studie, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde, bald über 10 Jahren, da gibt es den Wert der Unsicherheitsvermeidung, und zwar sowohl in nationalen Kulturen als auch in Organisationskulturen. Und auf Ebene der nationalen Kulturen haben wir als Deutsche einen ganz hohen Wert, nach dem Motto, wir wollen unheimlich stark Unsicherheit vermeiden. Wir haben ja auch den TÜV gegründet, wie Professor Brodbeck dann immer so humorvoll reinbringt. Wir haben den TÜV gegründet, weil da können wir sicher sein, zukunftsvorhersagend
das Ding ist in Ordnung, das fällt mir nicht um. Das können sich meine Kinder nicht verletzen, da, was weiß ich. Certainty. Autonomy spielt eine zentrale Rolle für uns Menschen. Und Autonomy meint die Offenheit, dass ich meinen Job so machen kann, wie ich es gerne möchte. Also, was mache ich wann, wie? Mache ich meine Ablage? Mache ich es digital? Mache ich es händisch mit Papier, mit Ordner hinter mir? Wie auch immer. Und sämtliche Digitalisierungsprojekte sind ja Automatisierungsprojekte von standardisierten Prozessen. Also Digitalisierung heißt zunächst Standardisierung und Automatisierung. Das greift in die Arbeitsprozesse des Individuums mit ein und damit in die Autonomie. Dadurch ist wieder verständlich, dass Limbisch das so als Bedrohung oft von Menschen wahrgenommen wird und überhaupt nicht als Vereinfachung. Es gibt ja auch gerade in Organisationen, wo auch Menschen schon lange merken, es macht nicht mehr so richtig Sinn hier, ich fühle mich eh schon bedroht und jetzt nimmt man mir auch noch das. Das führt zu noch mehr Verhärtung, für noch mehr Lähmung, für noch mehr Abschottung und Unbeweglichkeit. Dann kommt hier auch wieder die Bezogenheit, die Zugehörigkeit, die Relatedness mit dazu. Also vielleicht noch zur Erklärung, David Rock hat verschiedenste Studien zusammengelegt und hat daraus die Einsichten gewonnen, die er hier in diesem Scarf-Modell gepackt hat. Und deswegen auch hier wieder die Relatedness, zentral für uns, das Zugehörigsein, Verbundensein und nicht zuletzt die Fairness. Denn Fairness ist etwas, das war mir auch gar nicht so klar, dass wenn zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden, Personalentscheidungen, da beobachten ja alle sehr stark. Und wenn das als unfair erlebt wird im Rahmen einer Transformation, ja, wieso denn die, ja, wieso denn der, befördert oder rausgeschmissen, was auch immer, dann prüft jedes beobachtende Individuum, finde ich das jetzt eher belohnend, weil fair, und sagt man, ja, das ist richtig, dass man so miteinander umgeht, das finde ich gut, das passt zu meinen Werten, das passt zu meinen Einstellungen. Oder bedroht nach dem Motto, oh Gott, na, das kann ja heiter werden, wenn man so miteinander umgeht, was heißt das für mich? Und so kann man gut erklären, warum das so eine starke Energie und so eine große Bewegung dann tatsächlich entsteht. Also, im Kontext von Transformation heißt es, dass es überhaupt nicht reicht, irgendwelche Methodiken, agile Methoden, Frameworks einzuführen, wenn nicht zugleich die Geborgenheit im Ungewissen erhöht wird und Identität und Selbstwert in einer neuen Welt entfaltet und angeregt wird. Da muss die Aufmerksamkeit hin. Es reicht nicht, dass wir ein Change Management machen in diesem ganz klassischen Sinn, sondern wir müssen genau an diesen gelingenden menschlichen Faktoren genauso arbeiten. Nachher sehen wir nochmal eine Gesamtübersicht. Jetzt kommt ja was hinzu, was ich schon genannt habe, das Mindset. Wir haben auch überall eine Mindset-Entwicklung. Und Mindset ist für mich der Begriff, dass wir uns was vorstellen können. Also der Vorstellungsraum, wie ich mir die Welt erkläre, was ich gut finde, was ich schlecht finde, was ich möglich, was ich unmöglich finde. So würde ich mal Mindset beschreiben. Und gerade jetzt in der Corona-Krise muss ich gestehen, dass ich ganz erheblich oft mein Mindset korrigieren musste oder neue Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Ich habe noch, ich glaube, Ende Februar zu einer Teilnehmerin der Change Companion-Ausbildung gesagt, nee, nee, Hybrid, das wird nicht funktionieren, das kann ich mir nicht vorstellen. Also entweder du bist da oder nicht. Na, aber Gott, beim nächsten Baustein, 6 Wochen später, war klar, dass wir nur hybrid werden arbeiten können. Zunächst haben wir auch nur virtuell gearbeitet, es war ein paar Monate später noch, im Juni, glaube ich, dass es also möglich wird, wieder hybrid zu arbeiten, Menschen auf dem Bildschirm und eine Gruppe vor Ort. Und natürlich war sofort spürbar, wenn man sich genau überlegt, wie man das machen muss, dass wieder genauso eine wunderbare Kohäsion in der Gruppe entstanden ist, wie im rein analogen oder rein virtuellen auch. Also, ich selber habe sehr viel mein eigenes Mindset weiterentwickeln müssen. So, und jetzt bin ich hier sehr dankbar für dieses Kinevan Framework von Dave Snowden, weil er in einer Weise mal Denken und Problemlösungen und Entscheidungskontexte gegenüberstellt. Und damit, glaube ich, können wir vielen Führungskräften Systemik aus einer ganz anderen Ecke nochmal ganz anders erklären. Und das will ich Ihnen nur ganz kurz mal anskizzieren, weil ich finde es brillant, kann man sagen. Und er entscheidet also und unterscheidet, Entschuldigung, 4 verschiedene Habitats. Und meint damit so die kulturellen Hintergründe, in denen etwas stattfindet, in denen ein Kontext, in dem etwas geschieht und in dem etwas gelöst werden muss. Und es gibt Kontexte, in dem Grünen sehen Sie obvious, das meint, es ist ganz offensichtlich. Da gibt es eine eindeutige Best Practice. Und wenn man das kurz sich anschaut, die Zahlen, Daten, Fakten hat, dann muss man die Lösung machen, wie immer. Ich mache ein triviales Beispiel. Wenn Sie
im Auto fahren und ihre Tanklampe fängt das Blinken an, hysterisch, dann wissen Sie, es gibt eine einfache Best Practice, die heißt, die nächste Tankstelle anfahren. Da können Sie noch ein paar Zahlen berücksichtigen, wie viele Kilometer habe ich noch, reicht noch die übernächste, aber dann hört es auch schon wieder auf. Das ist wenig konstruktivistisch. Ursache und Wirkung sind eindeutig linear. In diesem gelben Habitat oben drüber, Sie können es jetzt nicht ganz perfekt sehen, steht complicated, kompliziert. Komplizierte Kontexte sind welche, in denen man eigentlich sorgfältig analysieren muss. Und wer? Experten. Da brauchen wir Expertenwissen. Da brauchen wir die Klügsten, die sagen, also aufgrund meines Wissens, ich bin der Experte, kein anderes schlauer wie ich, da müssten wir linksrum gehen. Oder der andere sagt, da müsste man rechtsrum gehen. Und da kann es unterschiedliche Good Practices geben, deswegen nicht mehr Best, sondern Good Practices, weil Experten unterschiedlicher Meinung sein dürfen. Das kann auch ein Streit sein, aber es ist klar, das sind Expertenentscheidungen, die dort getroffen werden müssen, basierend auf Analyse, weil Ursache und Wirkung noch zusammenhängen, und zwar linear-kausal. Ursache, Wirkung, direkt. Eine liebe Freundin und Ärztin, Nephrologin, wenn ich dir ein Symptom von mir beschreibe, dann ist die nicht nur Ärztin, sie ist auch Heilpraktikerin und du merkst genau, wie die in beiden Welten der klaren Schulmedizin und gleichzeitig der eher holistischeren Medizinen das ganze Wissen zusammenpackt und dann kommt eine Antwort raus. Und das ist eindeutig eine Good Practice, denn mir hilft es immer. Da könnte man wieder sagen, hat es noch andere Gründe, aber ich bleibe auf der medizinischen Seite. Das klappt in der Regel immer und es klappt ja auch bei anderen. So, und jetzt kommt ein großer, großer Unterschied, nämlich in der komplexen Welt. In der komplexen Welt stimmt es plötzlich nicht mehr mit der Ursache und Wirkung. In der komplexen Welt sind Wechselwirkungen an der Tagesordnung, die kein Mensch so richtig abschätzen konnte. Da kann man vielleicht eine Hypothese haben, eine Vermutung, dass es vielleicht so kommen könnte, aber wissen und dann linear überlegen, was genau wird helfen, können wir nicht. Wir haben das alle gerade wunderbar jetzt in den Corona-Zeiten beobachten können, wo wir uns alle in dem Lockdown zurückgezogen haben. Dann dürft man wieder zurück und plötzlich fangen die in Stuttgart am Samstagnacht das Spinnen an, gehen auf die Straße und randalieren. Später in Frankfurt dann die ersten Großdemos gegen diesen ganzen Wahnsinn von Beschränkungen. Das wäre in der Form, kommt man vielleicht annehmen, könnte so kommen. Wissen kann man es nicht. Und was man schon gar nicht kann, ist Vorhersagen machen, wie genau es sozusagen zu verändern ist. So, und da kommt jetzt die komplexe Welt, die sagt, wir können eben nur erstmal probieren und spüren und darauf wieder reagieren. Es sind also emergente Praktiken, die wir brauchen, emergent practice, wo wir miteinander gucken müssen, was hilft uns denn im nächsten Schritt? Da müssen wir auf Sicht fahren, weil wir nicht wissen, was dann tatsächlich passieren wird. Für alle Systemiker und Ihnen als Zuhörer ist das überhaupt nichts Besonderes. Das war schon meine erste systemische Ausbildung, war schon davon geprägt, dass wir genauso gedacht haben. Was ist der Impuls? Wie wirkt er sich aus? Feedbackschleife und der nächste Impuls. In der ganzen therapeutischen Arbeit, unserer hypnotherapeutischen Arbeit, ist es auch immer so, ist es eigentlich hilfreich? Wie wirkt sich denn im Organismus aus? Und was ist dann da der nächste Schritt? Und diese Einbindung der intuitiven Klugheit des Organismus ist jetzt zentral. Jetzt müssen wir aber, und deswegen erkläre ich oder bringe ich hier dieses Modell nochmal rein, Führungskräften auch in kognitiven, verstehbaren Rahmen setzen, warum sie ihrem Gefühl trauen können, dass sie tatsächlich in einer komplexen Welt es nicht wissen können und daher auch nicht brauchen. Nochmal, die meiste Ausgangsposition im Mindset heißt ja, ich muss es wissen oder du musst es wissen, liebe Führungskraft, denn dafür wirst du auch bezahlt. Gleichzeitig ist natürlich Führung und Transformation, Einführung von Digitalisierung, strukturelle Umbauten, sagen wir mal von einer hierarchischen Organisation in Richtung agile, evolutionäre Organisation, in dieser Übergangsphase alles andere als ein komplizierter Akt, sondern ein vor allem komplexer Akt. Was wiederum bedeutet, dass in der komplexen Welt auch nur agile Frameworks als Frameworks für Arbeit überhaupt möglich sind. Die hierarchisches Denken ist vollkommen überfordert mit der komplexen Welt, weil sie Verantwortung eindeutig zuordnet, Ziele eindeutig zuordnet, die auch eindeutig erreichen will, dafür eindeutig logische Budgets zur Verfügung stellt. Dieses ganze auf Ursache und Wirkung basierende Organisationsmodelle dienen der bestenfalls komplizierten Welt, auf gar keinen Fall der komplexen Welt. Und in einer Zeit, wir sprechen ja schon lange von VUCA-World, aber wo jetzt diese politischen Entwicklungen, diese pandemischen Entwicklungen mit Auswirkungen auf die Volkswirtschaft und so weiter und so fort, da kann kein Mensch mehr von sich behaupten.
dass er es wüsste. Deswegen sagte Gunter Schmidt ja auch so sehr geborgen im Ungewissen, polynesische Segeln. Da werden Sie an anderer Stelle sicher noch ganz viel davon hören. Und bei uns in der Hypnosystemik ist es halt so, dass wir sehr großen Wert darauf legen, auf die sogenannte Produktinformation, also kognitiv Verstehbares, logisch Plausibles, was jetzt aber, weil es quasi kognitive Sicherheit gibt, das macht Sinn, das ist logisch, auch anders angeguckt werden kann. Weil aus hypnosystemischer Sicht haben ja alle Führungskräfte immer schon alle Kompetenzen bei sich. Das ist ja nicht so, dass es das nicht gibt. Es ist bloß dort problematisch, wo diese Fähigkeiten besonders dissoziiert sind. Und daher dient mir diese Framework hier, Führungskräften zu erklären, es macht einen gravierenden Unterschied, in welcher Welt du bist. Die vierte Welt ist jetzt noch die chaotische, wo man sofort reagieren muss, also Act, Sense, Response und eher Novel Practice. Wobei das ja gar nicht so häufig vorkommt, aber vorkommen kann, nämlich dann, wenn wir in dem Zustand der Disorder, damit meint Dave Snowden, wir wissen es nicht, in welcher Welt wir sind. Das ist ja das Problem. Die wenigsten Menschen sind sich bewusst darüber, haben eine Awareness darüber, dass sie jetzt gerade echt mal in der komplizierten Welt sind und klug überlegen müssen. Dass sie echt in einer simplen Welt unterwegs sind oder dass sie in einer komplexen Welt unterwegs sind. Führungskräfte wiederum haben die allermeisten gelernt, die Welt ist kompliziert, sie muss analytisch genug durchdacht werden wie ein Ingenieur, wo das alles in sich aufbaut, in sich schlüssig ist, klare Regelkreise hat und so muss ich eine Organisation bauen und führen und managen und steuern und controlen. Da kommen ja dann die wunderbaren Kennzahlen mit rein. Ist ja nicht ganz falsch. Aber aufgrund des bisher Gesagten wird deutlich, überall dort, wo Transformation am Wirken ist, wo es nicht mehr stimmt, brauchen wir genau andere Practices, andere Framework, andere Art von Mindset, andere Art zusammenzuarbeiten. Und das ist halt bislang noch nicht wieder, wird den Leuten wieder nicht ausreichend klar. Sodass wir hier also den ersten großen Unterschied bilden müssen, was macht denn eigentlich die Welt, in der du gerade bist? Wo sind die komplizierten Anteile? Wo kann man klug überlegen und es dann einfach abarbeiten? Und wo brauchst du ein komplexes, systemisches Mindset oder agiles Mindset? Und wo kannst du systemisch handeln? Also in kleinen Schritten und Feedback schleifen, damit immer der Fokus auf der Auswirkung bleiben kann. Wir unterscheiden ja sehr stark in der Hypnosystemik zwischen Absicht und Wirkung. Absicht ist was Kognitives, das will ich haben. Aus der Steuerungsposition heraus, also das heißt jetzt nicht, dass nicht andere, also sinnliche Elemente mit dabei sind, das meine ich an der Stelle nicht. Also kognitiv eher, das will ich haben, die Absicht, aber welche Wirkung im gesamten Organismus entsteht, dafür brauche ich eben erst die Awareness, die Achtsamkeit und die Offenheit, das zu spüren. All diese Begriffe lösen aber Ambivalenz aus bei Führungskräften, also allein das Thema Gefühle löst Ambivalenz aus und in der Begleitung von Führungskräften ist dieser Umgang mit der Ambivalenz und dieses Wieder-Zurückholen von Seiten der Führungskräfte, die eben sehr einseitig sich sozusagen einer Welt hingeben, ist die Ambivalenz wieder die Chance, weil wir wissen ja, dass auch andere Seiten in all uns angelegt sind, immer schon gewesen sind. Und dass es darum geht, die Seiten, die sich schon immer auch in den komplexen Welten zurechtgefunden haben, wieder zu erinnern und die entsprechenden Muster zu reaktivieren. Ja, jetzt wollen wir noch einen letzten Schritt weitergehen und uns die Gesamtbalance in der Transformation auf Wirkungsebene geschieht, um das in eine Beziehung zueinander zu setzen. Ich nenne es hier Transmap. Das ist eine Welt, die ich mal für mich entwickelt habe, die uns verschiedene Einsichten ermöglichen kann. Sie sehen hier Träumen, Gewinnen, Strukturieren. Ich fange mal oben rechts bei der Vision an. Ein Unternehmer hat als allererstes mal so eine Idee davon, was seine Kunden womöglich gut gebrauchen können und warum das ausgerechnet von ihm in die Welt gebracht werden kann, weil er vielleicht besonders leidenschaftlich immer dem Thema schon gegenüber war, weil er vielleicht besonders günstigen Standort gerade schon hat, wo es andere Leute auch gibt, die das können. Und weil er merkt, oder dass da die Kunden gerade besonders nah sind und die das unbedingt brauchen könnten. Also der Unternehmer beginnt eigentlich mit der Vision und insbesondere der erotischen Beziehung zu dieser Vision. Und diese erotische Beziehung sagt, ja, das wäre es echt wert, das sollte ich probieren, da mache ich mich auf den Weg, ist die zentrale treibende Kraft. Sie kennen das aus Effectuation. Und gleichzeitig sehen Sie, dadurch entsteht auch ein Sinn, nämlich für wen? Den ersten Mitarbeiter.
Der erste Mitarbeiter ist ja der, der angerufen wird und wo der Unternehmer fragt, ey, hast du Lust? Ich habe da, I have a dream. Da muss ich träumen. I have a dream. Da würde ich dich gerne gewinnen dafür. Kann ich dich gewinnen, dass du bei mir im Startup mitmachst? Gemeinsam fangen wir mal an und dann passiert ja so eine Art von generative Flow-Prozesse. Da ist ein hoher Sinn, da ist eine hohe Kontinuität. Da kommt der nächste Mitarbeiter dazu, da kommt ein Team dazu. Und schrittweise ist auch in dem Team eine Kultur, die sich etabliert, die sehr genossen wird. Und alles korreliert ganz eng in der Kundenbeziehung, wofür man das Ganze macht. Der Purpose ist also permanent spürbar. Und allein hier merken Sie schon, dass das intuitiv emotionale Kompetenzen sind, die da eine Führungskraft, ein Unternehmer, ein CEO, egal wen Sie gerade wie benennen, wir brauchen das alle. Wir müssen nämlich, Sinnstifterrolle, für Sinn sorgen. Sinnstifter. Und zwar wodurch? Durch die Orientierung, daher die Vision. Und jetzt kommt dann gleich die erste Zwickmühle, weil dann habe ich erstmal bis zu 25 Mitarbeiter in einem Team, in einer wunderbaren Startup-Kultur, kurze Wege. Da spürt plötzlich bei 25 Leuten jeder Gründer, jedes Teammitglied, jetzt müssen wir uns mal anfangen, allmählich zu strukturieren. Und wir müssen uns überlegen, in welchen Prozessen wir da zusammenarbeiten wollen, weil allmählich wird es ein bisschen chaotisch. Und dazu Anstrengungen in den Abstimmungen. Und hier ist jetzt auch wieder enorm interessant, welches Mindset so Gründer dann haben. Ich habe einmal einen Gründer begleitet mit seinem Haus, da waren die genau 25 Leute. Und dann hat er gesagt, Mensch, ja, Sie verstehen doch was von Organisationsentwicklung. Wir würden gerne Führungsebene einführen, weil ich muss da anders Leute in der Verantwortung haben. Da war ich völlig überrascht. Es handelte sich nämlich über ein Unternehmen aus der IT-Branche. Die haben Shopping-Plattformen für Großkunden bereitgestellt. Und ich hätte natürlich gedacht, wir führen eine agile Struktur ein. Das war aber im Denken von dieser Führungskraft, von diesem Gründer, überhaupt nicht enthalten. Er kannte nur Hierarchie, zwar immer kulturell problematisch, aber er konnte sich nicht vorstellen, dass man agil zusammenarbeitet, weil dann sei ja keiner eindeutig mehr verantwortlich. Und es ist ein ganz spannendes Phänomen, die Zuordnung von Verantwortung auf einen. Dabei wird Wertschöpfung ja nur ausschließlich gemeinschaftlich erzeugt, also Ausnahmeexperten. Und dass die Hierarchie sorgt ja an sich nur dafür, als Organisationsform zu wissen, aha, wen kann ich in Zweifel hängen, wen muss ich ansprechen. Wenn dann die Führungskräfte die Lorbeeren des Teams nehmen, wird das vom Team als unfair erlebt. Also die Konstruktion stimmt hinten und vorne nicht, aber sie reduziert die Komplexität in der Abstimmung. Gleichzeitig war wichtig, dass die Kultur so bleiben sollte, wie sie ursprünglich war, so lebendig, auf Augenhöhe, partnerschaftlich. Und dieses Dilemma, dass du auf der Augenhöhe bist, plötzlich von dir was anderes erwartet wird, hat zu dem geführt in dieser kleinen Organisation, was bei anderen Organisationen auch passiert, nämlich, oh Gott, wie soll ich denn das hinkriegen? Gerade noch dazu, das waren ja Primus inter pares ursprünglich und dann in eine Führungsrolle. Ich kann Ihnen sagen, obwohl wir das State of the Art gute Trainings gemacht haben mit Kollegen und ich war auch selber beteiligt, es hat nie so richtig gerockt. Und dann kam ein Kunde auf diese Firma zu und hat gesagt, Leute, wenn ihr jetzt nicht Scrum einführt bei euch, dann können wir mit euch nicht mehr zusammenarbeiten. Und das war dann der Beginn für eine agile Transformation, die dann auf eine andere Art sehr erfolgreich war. Jetzt habe ich den Kulturbegriff schon eingeführt, dass Kultur also automatisch entstanden ist und auch in allen Organisationen automatisch unwillkürlich entsteht und er ein sehr wichtiger Begriff ist, weil der Kulturbegriff beschreibt, wie wir informell sozusagen einen Umgang haben mit Dingen. In unserer Kultur macht man das so. Und dadurch haben alle Orientierung wieder und Einschätzungssicherheit, Certainty. Jetzt ist Kultur aber etwas, was in vielen Organisationen beschrieben wird, insbesondere den hierarchischen, als das ist eine Kultur, wir müssen unsere Kultur verändern, wir müssen die Führungskultur verändern. Die Führungskultur muss Richtung Augenhöhe gehen und Partnerschaft. Wir brauchen eine Feedback-Kultur und, und. Und dann werden schöne Hochglanzbroschüren und Workshops-Szenen gemacht und die helfen auf einer Ebene. Die helfen nur auf der Ebene, die Aufmerksamkeit geht an sich dahin und dadurch beschäftigen sich alle etwas damit. Und manche gibt da mehr Gelingendes, bei anderen weniger. Jetzt kommt aber eine Zwickmühle dazu. Weil es gibt eine direkte Korrelation zwischen Regulationen und Kulturdimensionen in einer Organisation. Was heißt jetzt Regulation? Regulation heißt zum Beispiel, wie regulieren Sie Leistung und Performance in Ihrer Organisation? Die meisten Performance-Management-Systeme, die ich kennengelernt habe, oder Mitarbeiter-Jahresgesprächssysteme, die ich kennengelernt habe, die haben am Schluss, ganz egal wie sophisticated die gebaut sind und wie komplex die sind, haben alle eins gemeinsam. Und zwar das,
Am Schluss sagt die Führungskraft, was jetzt stimmt und was jetzt gilt. Da kann man sich dann hier noch auf den Betriebsrat oder sonst was machen, aber eigentlich macht es die Führungskraft. Also am Ende des Performance Management ist eine Hierarchie. Keine Augenhöhe, keine Partnerschaft, sondern einer, der es besser weiß. Das kann man immer noch unheimlich empathisch und wertschätzen und was weiß ich, wie viele Seminare da schon angeboten wurden zu all diesen Fragen. Kann man alles machen. Aber diese strukturelle Regulation, die bleibt. Und strukturelle Regulationen sind Trance-Induktionen, wofür? Für einen Unterschied, nämlich den hierarchischen. Und all das, was an Erlebnismuster dazugehört, denn das heißt ja am Schluss, halt die Klappe, am Schluss entscheide ich. Da kann man Führungskräfte wieder als Coach ausbilden, da kann man wieder alles Mögliche Tolles machen. Aus meiner Sicht, seien Sie mir nicht böse, finde ich das eigentlich unlauter. Warum? Weil am Schluss ist das die Musik und nicht das die Musik. Am Schluss zählt das. Führungskräfte in der Hierarchie müssen entscheiden und Verantwortung tragen. Das wird auch von den Ebenen über ihnen erwartet. Nach dem Motto, dafür habe ich dich, das ist dein Job und da musst du dann die Verantwortung für dein Team tragen. Deswegen, wenn jemand andere Wege gehen will oder das ganz anders bewertet, am Schluss muss ich die Boni verteilen, nicht er. Und da sieht man, dass die Regulation, die in der Struktur der Hierarchie sich widerspiegelt, eine ist, die eine Kultur fördert, die nicht auf Augenhöhe ist, die nicht partnerschaftlich ist, die auch keine Silos überwinden kann dadurch. Warum? Weil wir dadurch Struktur verhärten. Nehmen Sie ein Beispiel Feedback-Kultur. Wie viele Führungskräfte werden geschult im Sinne von Training, wie man Feedback-Gespräche gibt? Da gibt es die tollsten Salami-Taktiken, sagt immer erst was Positives, dann so ein bisschen, dann nochmal was Positives. Das ist auch alles wertvoll, ich will es nicht so sehr jetzt, ironisch darstellen, aber zugleich, wenn die Regulationen dafür nicht passen, also im Performance-Management, um ein Beispiel zu machen, oder ein positives Beispiel zu machen, wenn es Fuck-Up-Nights gibt, wo man sich vorne hinstellt, und zwar Hierarchie- und bereichsübergreifend, und sagt, Leute, oh Gott, die letzte Sache bei mir im Bereich, ich habe es voll verbockt. Da haben wir echt einen Riesenschaden mit der Mea Culpa, aber ich habe es verbockt. Und man kann das sagen, und Leute sagen, oh Gott, ja, du bist nicht allein, ich habe auch was verbockt. Da wird eine Kultur erzeugt durch die Regulation. Oder nehmen Sie den, ich glaube, Berliner Beratungshaus, die den Award für den dümmsten Fehler des Jahres ausschreiben. Der dümmste Fehler des Jahres. Da dürfen Sie sich aber nur selber drauf bewerben, ist die Regulation. Wenn Sie also Lust haben zu sagen, Leute, oh Gott, ich glaube, da wurde mir ein Beispiel mal erzählt, da hat jemand für dieses Startup-Unternehmen, was die damals waren, also eine englische Telefonzelle extra gekauft, um da so eine Art Lonely Meeting Room mit sich selber zu haben oder auch was für Conf-Calls und sowas und hat das Ding gekauft und dann hat er nicht dabei berücksichtigt, dass die riesen Telefonzelle gar nicht durch das enge Treppenhaus passte. Und da hat er sich dann beworben für die dummsten Fehler, weil er das überhaupt nicht bedacht hatte. Kulturen, die solche Regulationen in Richtung Fehler, in Richtung Feedback, in Richtung Leistung etablieren, haben eine Kultur auf Augenhöhe, weil man gemeinschaftlich anders damit umgeht und weil man Hierarchie anders versteht. In vielen hierarchischen Organisationen darf der Chef keinen Fehler machen. Der muss es genau wissen. In der Welt des Ungewissen geht es aber überhaupt nicht. Sodass wir jetzt allmählich merken, was das für eine Zwickmühle in Organisationen gerade ist. Die klassisch hierarchisch strukturierte Organisation ist aufgrund dieser Art von Zuständigkeit, einer muss es wissen, einer muss Verantwortung tragen, für die komplizierte Welt gemacht und nicht für komplexe Welten. Die rein agilen Organisationen haben viele Antworten in den komplexen Welten gegeben und haben dadurch agile Arbeitsstrukturen, Scrum-Prozesse oder wie das dann immer alles heißt, ganz andere Frameworks entwickelt, um diesen Rechnung zu tragen, nur Schritt für Schritt arbeiten zu können. Dies ist einer der Gründe, warum wir jetzt gerade so eine große und wichtige Gesamtentwicklung hier erleben, wo sich Organisationen fragen müssen, wenn wir auch im Komplexen zu großen Teilen uns bewegen, wie können wir Managementstrukturen aufbauen, dass wir eine schnellstmöglich effiziente Wertschöpfungskette für den Kunden erzeugen und nicht zum Beispiel mit Hierarchie dauernd mit uns selber beschäftigt sind. So, dafür braucht es jetzt natürlich eine Selbstführung. Das steht ja dick und fett hier im Zentrum von meiner Transmap. Eine Selbstführung, die diese ganz unterschiedlichen Kompetenzen in sich vereint. Das haben Sie sowieso alle. Ja, Sie können alle träumen, Sie können alle strukturieren, Sie können alle mit Menschen umgehen, auch eine Art. Die aber jetzt kontextbezogen sich auch immer wieder frei machen können, um unternehmerische Visionen zu entwickeln, dann später davon Ziele und Strategien abzuleiten, aber zunächst mal die Vision überhaupt zu entwickeln und zu spüren, macht es Sinn?
Viele Top-Manager, die ich getroffen habe, haben Strategiepapiere, glauben, dass Vision etwas ist, wo man zum Arzt gehen sollte. Und in den Strategiepapieren, die sind voll überladen mit kognitiven Dingen, die basieren auf Erfahrungen und Wissen der Vergangenheit. Und jetzt Skalierung, Wachstum 20%. Ich habe oft Leute gefragt, ja und rockt es, zieht es eigentlich im Ofen vor? Nee, es liegt in der Schublade. Eine sinnstiftende Vision. Da braucht es eine erotische Beziehung dazu. Da braucht es eine, es zieht mich förmlich in sie hinein. Und dafür muss ich jetzt die Wertschöpfungskette bauen, damit Menschen optimal geschmeidig nah am Kunden ihre Organisation, ihre Produktentwicklung oder was ist, Produktion und was es auch immer es ist, ausrichten können. Das muss aber in einer Kultur geschehen, die reguliert wird in einer Art und Weise, dass die Regulation die Kultur widerspiegelt und umgekehrt. Uns nicht so, wir möchten ein besserer Mensch werden, wie Silvester, Absichtsbekundungen sind, die keinerlei Wirkung erzielen werden. Also, die Führungskraft braucht eine Selbstführung, die dieses Träumende möglich macht, die diese Bezogenheit zu ihren Mitarbeitern und Peers und anderen Führungsebenen möglich macht, dass sie also die soziale Begegnung in Wechselwirkung gemeinsam Gelingendes hat. Dafür muss ihr Mindset auch entwickeln, sich neue Dinge vorstellen können. Zum Beispiel sich vorstellen können, dass Teams gemeinsam Entscheidungen treffen können. Viele fürchten ja selbst Organisationsstrukturen, weil sie glauben, die können doch nicht selber entscheiden. Das ist ja das, was sie bisher auch beobachten, weil bislang war ja eine Führungskraft immer da. Sehr wohl, denken Sie an den Burzorg, niederländisches Pflegedienstleistungsunternehmen. Da werden 12er-Teams von Pflegekräften, können alles selber entscheiden, komplett. Die ganze Wertschöpfung, das ganze Administrative, das gesamte Management und die gesamte Weiterbildung. Die sind vernetzt in einem gigantischen Intranet und da gibt es einen regen Betrieb anscheinend. Aber entscheiden, gestalten wird alles vor Ort 12 Pflegekräfte. Ja, warum denn nicht? Das sind alles erfahrene Mütter und Väter oder halt wachsen sich das im Werden. Und natürlich kann man als erwachsene Menschen in der Community Entscheidungen treffen. Das heißt auch nicht, dass es keine Unterschiede gibt. Das heißt nur, es braucht keine eindeutige Führungskraft, die für das Team verantwortlich ist und ein zentrales Controlling, zentraler Einkauf, zentrale Finanzen und so weiter. Dies alles braucht es nicht. Und deswegen meinte ich jetzt im Bereich der Führung und der Selbstführung müssen wir Führungskräfte und Mitarbeiter permanent anregen, dass noch viel mehr möglich ist, als sie sich bisher vorstellen konnten. Und dann kann man erst den Schritt gehen und kann Managementstrukturen und Prozesse anpassen. Das muss man auch. Denn wenn man nur auf Kundenorientierung und nur auf Führung macht und die hierarchische Organisation gleich lässt, da kann ich in allen Organisationen, die ich begleite, das gleiche Phänomen beobachten, nämlich die Rigidität der Regulation und der Strukturen, also Hierarchie, Obersticht, Unternummern, die fressen alle anderen Erkenntnisse auf Dauer aus. Weil die immer die Muster stabilisieren, die genau die Lähmschicht sozusagen als Lösungsversuch, als den einzigen möglichen erleben lassen. Oder Silo-Denken. Das sind alles Schutzmaßnahmen, die Menschen haben, weil sie merken, das geht hier nicht anders. Und gleichwohl müssen jetzt dann wiederum durch eine gelingende Selbstführung Führungskräfte sich selbst strukturieren können, damit ihnen das all das tatsächlich gelingen kann. Ja, so sehen Sie, dass eine Gesamtbalance entsteht, die dem Ganzen dienlich ist. Und lassen Sie mich jetzt noch eins abschließend sagen, wie ich mit dieser Trends-Map eigentlich selber umgehe. Für mich ist die Trends-Map ein Balanceinstrument, vielleicht wie ein Mobile. Ein Mobile, wir haben früher am Strand, für Sie vielleicht auch, in Jugoslawien hieß es damals noch, in Istrien, Mobiles an alte Pinien gehängt, so mit so Seetauen und so Steine, die Löcher hatten und Zweige mit rein und haben dann immer versucht, möglichst große Mobiles zu bauen, die halt gerade noch hinhauen. Und Mobile ist immer so, das hält sich immer so gerade noch so die Waage und wenn man so viel macht, pupf, dann haut es einmal auch mal sowas weg. Und so ist diese Map zu verstehen als Instrument, Musterunterschiede einzuführen ins System, aber aufgrund einer bestimmten Logik. Nämlich, was haben wir denn bisher gemacht? Haben wir eine Kundenorientierung? Haben wir eine Vision? Wissen wir, wo die Reise hingeht? Wenn Sie zum Beispiel in Führungskontexten Führungskräfte schulen und der Purpose der Organisation ist nicht klar, da brauchen Sie sich nicht wundern, dass unwillkürlich andere Energien in Teams sind, als wenn der Purpose klar wäre. Auch Behörden, wenn Verwaltungseinrichtungen, wenn da sozusagen, wenn das sinnbefreit einfach, wir verwalten so, weil wir haben es schon immer so gemacht, können Sie anders über Führung reden wie, hey, wir müssen jetzt aber was ganz Bestimmtes gestalten, ist ganz besonders wichtig. Denken Sie an eine Organisation wie die Bundesagentur für Arbeit, die in der Corona-Krise in gigantischer Weise sich umgeswitcht hat, um der gesamten deutschen Menschen Kurzarbeitergeld auszuzahlen, überall dort, wo es notwendig war.
Das war ein gigantischer Move für diese Organisation und sie ist ja auch im Manager-Magazin, glaube ich, sehr ordentlich dafür gewürdigt worden. Das ist eine Höchstleistung, die eine Verwaltungsbehörde ja nur dann hinbekommen kann, wie jede andere Organisation übrigens auch, das hat mit Verwaltung erstmal gar nichts zu tun, wenn da ein massiver Sinn plötzlich für die Menschen entsteht. Das müssen wir tun, sozialer Frieden. Also, dafür muss auf jeden Fall gesorgt werden. Dann ist schon natürlich die Frage, wie groß sind die Teams, wie wird individuell geführt, wenn es noch Führungskräfte gibt, wie läuft das alles und welche Kultur wird geprägt. Und wenn man da weiß, da stehen wir stabil, dann ist es sozusagen, dann muss man gucken, wie muss man auf Managementseite nachziehen, organisationsseitig. Können wir Regulationen anpassen? Können wir unser Performance-Management-System umwandeln in ein Selbst-Evaluations-Performance-Management-System zum Beispiel, wo nur verschiedene mit partizipativen Prinzipien auch Bewertungsentscheidungen gemeinschaftlich getroffen werden? Nur als Randbemerkung, als Teil meines Masterstudiengangs haben wir das genau in dem Fach gemacht. Da haben die Studenten bestimmt, was die Qualitätskriterien für die Abschlussprüfung sind. Und die Studenten haben, also wir gegenseitig, haben uns dann bewertet. Das war ein beinharter Qualitätskampf, da hat sich niemand was geschenkt. Es war aber absolut fair und wir waren völlig anders committed mit dem, was wir tun sollten. Also könnten wir Performance Management von der Fremdevaluation in ein Selbstevaluationssystem überführen und so weiter und so fort. Oder müssen wir unsere Prozesse, die im Moment Silo-Hierarchieprozesse sind, in Wertstromprozesse überführen? Aber dann taucht sofort die Frage auf, was macht dann eine Führungskraft? Was ist dann die neue Rolle? Was ist dann ihre Identität? Denn bislang war die Identität vor allem durch Hierarchie geprägt. Also bitte nicht immer schwarz oder weiß zu verstehen, aber mehrheitlich innerlich als hierarchisch geprägt. Oder müssen wir die Strukturen grundsätzlich anfassen und Hierarchie abschaffen? Weil wir merken, wir brauchen eine reine, nennen wir mal, agile Organisation. Ein anderer Kunde von uns, der hat es gemacht, der hat als hierarchisches IT-Unternehmen begonnen, hat dann Scrum in der IT eingeführt und hat dann schlussendlich gemerkt, das hilft derartig gut zu einem iterativen Prozessschleifen. Sie sind dann einen mutigen nächsten Schritt gegangen in eine komplette Scrum-Organisation. Also, die haben für sich gesehen, wir dienen dem Kunden am besten und die Mitarbeiter sind am meisten empowered, wenn wir den Schritt auch noch gehen, komplett in eine Selbstorganisation mit Scrum-Framework die ganze Geschichte zu verändern. So, und so möchte ich jetzt dieses Ganze verstehen wollen, diese Transmap. Es ist ein Gleichgewicht zwischen unterschiedlichen Dimensionen und die Selbstführung, nicht ganz zu unterschätzen, in dieser Art von unterschiedlichen Welten, eine Selbstführung, die einen liebevollen Umgang mit sich selber ermöglicht, damit wir diese Unterschiede, wo wir auch unterschiedlich gut uns vielleicht erleben, auch trotz alledem gut hinbekommen können. Das hat zu mir mal eine Führungskraft gesagt, oh Gott, muss ich das alles machen? Da sage ich, es wird Ihnen ganz bestimmt alles gelingen, aber dafür brauchen Sie einen bestimmten Umgang mit sich. Und das ist eine eindeutige Erfahrung, die wir alle machen können, wenn der Selbstwert und Identität aus anderen Quellen schöpft, als aus zum Beispiel, ich bin Führungskraft, dann gelingt sowas viel leichter als in anderen Fällen. Ja, abschließend möchte ich nochmal versuchen, diese kurze Reise, wo ich vieles jetzt angesprochen habe, nochmal kurz zusammenzufassen. Was braucht jetzt Transformation aus unserer Sicht vor allem, damit sie gelingen kann? Wir brauchen ganz zu Beginn einen klaren Sinn, eine Sinnstiftung. Das bedeutet, dass Menschen, die in Verantwortung für das System oder Teilsystem sind, auch das eindeutig vermitteln müssen, und zwar spürbar vermitteln müssen, warum sie darin Sinn sehen, die Organisation so zu transformieren. Bei größeren Transformationen muss damit der Vorstand am Tisch sein, die obersten Führungsebenen, damit alle spüren und wieder spüren. Dass alle spüren, die wollen das wirklich. Und was da erklärt wird, auf der kognitiven Ebene der Erklärungen, das macht auch Sinn, weil das stimmt. Die Welt ist gerade in einem dramatischen Wandel und sie hoffen, Certainty, dass man so wiederum das hinbekommen könnte. Na gut, das macht Sinn. Es fühlen sich auch viele Seiten in mir bedroht, angeregt. Also Bedrohungsmuster spüren wir auch. Aber zunächst einmal macht das Ganze Sinn. Damit es jetzt dann gelingen kann, muss der Fokus auf Zugehörigkeit und Weiterentwicklung. Das ist insbesondere eine Lösungsstrategie bei uns für Führungskräfte, die diesen Rollenwandel erleben. Wenn ich bisher die Führungskraft im Team war, dann muss ich mich auf eine Art neu im Team hier erfinden, wer ich dann als Teammitglied bin.
ich muss mich aber nicht eigentlich erfinden, sondern wiederfinden, denn ich war die Person schon mal. Und ich muss für mich etwas finden, worin ich mich weiterentwickeln kann. Denn das hat ja der Herr Hüter deutlich zum Ausdruck gebracht. Wenn diese Weiterentwicklungspotenziale in dieser neuen Welt sich nicht irgendwo zeigen für eine Seite in mir, dann wird es auch sehr schwer für mich, diesen Weg tatsächlich mitzugehen. Mit Hilfe des Seitenmodells in der Hypnosystemik können wir immer eine Annahme treffen und auch meistens an diese Seiten finden oder bisher eigentlich immer diese Seiten gefunden, die auch tatsächlich in einem anderen, außerhalb der Hierarchie, in der Organisation einen sehr tiefen Sinn für Weiterentwicklung sehen können. Da muss aber die Aufmerksamkeit drauf. Zugehörigkeit und Weiterentwicklung müssen möglich sein. Und das korreliert jetzt eben genau mit Selbstwert. Dann bin ich mir selber etwas wert. Ich bekomme eine erweiterte Identität. Ich würde den Begriff, wollte ich erst neue Identität sagen, weil ja die Führungskraft nicht mehr ist, sondern stattdessen was anderes. Aber ich würde es eher so verstehen, es ist nicht neu, sondern ich würde es so verstehen, die Seiten in mir, die bisher die Führungsverantwortung übernommen haben, die können ja unter Umständen weiter Impulse setzen. Es sind doch wertvolle Impulse. Entscheidungen anzuregen, für Orientierung zu sorgen, sich Lösungen zu überlegen. Das ist in der Teamarbeit ja was ganz Wertvolles, aber eben nicht mehr von ihr müsst so machen, sondern als Angebote. Das heißt, es ist eigentlich eine Weiterentwicklung von Identität. Oder wenn Leute, das gibt es auch öfters, ne, die Ingenieure, die Führungskraft waren, dann wieder ihren Ingenieurberuf sich da weiterentwickeln können, wieder mit viel mehr Freude das machen, weil sie auch oft viele Menschen gar nicht Führungskraft an sich werden wollten, sondern Weiterentwicklung in Organisationen heißt halt, es musste die Führungskarriere anbahnen. Denn bislang gibt es ja nur ganz wenig Konzepte, wo andere Entwicklungen ähnlich gewürdigt werden wie die Führungsentwicklung. Also die Frage nach der Identität. Es muss von Anfang an der Fokus auf die Organisationsstruktur genauso wie auf diese weichen Dinge, aber dort vor allem in Richtung Regulationen. Und bei den Regulationen sind die Entscheidungspraktiken zentral. Entscheidungspraktiken sind deswegen so zentral, weil Hierarchie entsteht ja eigentlich erst durch das Entscheidungsrecht und die Entscheidungsmacht im Ober, der den Unter sticht, sozusagen. Also die Führung hat ja immer das Entscheidungsmandat. Im Zweifel behalte ich mir ein Vetorecht vor. Im Zweifel kassiere ich eure Entscheidungen, weil ich bin dafür verantwortlich. In dem Moment, wo sich da was bewegen soll, wenn wir Schwarmintelligenz brauchen, wenn wir die Klugheit aller brauchen, um gemeinschaftlich ein anzustrebendes Ergebnis anzuregen, hinbekommen wollen, dann brauchen wir Entscheidungspraktiken, die allen Beteiligten, gerade in der hybriden Organisation, also wenn ich als Führungskraft Teil in einer hybriden Organisation eines Teams bin, aber in der Hierarchie noch verantwortlich bin, da brauche ich schon ein Sicherheitsgefühl dafür, dass ich mich einbringen kann, Teil der Diskussion bin und womöglich muss ich auch aushandeln, dass ich ein Vetorecht bekomme. Weil ich zum Beispiel sage, wenn wir das hier so entscheiden, dann springt mir mein Chef, ihr kennt ihn alle, der springt mir ins Kreuz. Weiß nicht, ob sowas passieren kann, könnte passieren. Ich will nur darauf hin, dass diese Entscheidungspraktiken, ob man das jetzt dann Mehrheitsentscheidungen nimmt, ob man Konsensmethoden oder wie auch immer nimmt, dies alles muss Teil der Regulation sein. Wie wollen wir mit Feedback umgehen, wie wollen wir mit Performance umgehen, wenn wir sozusagen da was anderes brauchen? Weil wir leben in der komplexen Welt, nicht mehr in der komplizierten Welt, in der komplexen, die auf Wechselwirkung beruht, die wir Systemiker schon immer sehen, aber Manager noch nicht. Und in dieser Welt brauchen wir andere Regulationen und Entscheidungspraktiken. Nicht zuletzt möchte ich was reinbringen. Ich selber verstehe mich als Change Companion, als ein Companion, ein Begleiter, der die Veränderung machen müssen, nämlich die Führungskräfte, bei deren Wandel, bei deren tiefgreifenden Wandlungsprozessen begleitet. Dieser Begleiter, der nicht in eine Art von Change Manager-Rolle oder Change Agent-Rolle niemals reinkommen darf, ist wichtig, weil also wir können sozusagen permanent diese Art von hypnosystemischer Welt und auch ressourcenorientierter Welt, diesen Balance, wo braucht man mehr Strukturelemente, wo braucht man mehr intuitive Elemente, wo müssen wir mehr nochmal aufs Gefühl horchen, wir können das permanent mit einbringen. Und diese Companion braucht es unbedingt. Die braucht es aber aus meiner Erfahrung als eine interne Ressource. Also zum Beispiel, gerade im HR-Bereich sind ja oft hervorragende Leute, die ganz viel Fingerspitzengefühl für das Wissen in der Organisation haben, die auch oft viel Transformationserfahrung und Wissen haben. Die braucht es unbedingt. Und das aus meiner Sicht ideal im Tandem gemeinsam mit Externen, wie jetzt mit uns zum Beispiel, weil man dort sozusagen die Außensicht mit einem bestimmten Mindset, mit der Innensicht und dem inneren Netzwerk in die Organisation miteinander in idealer Weise verbinden kann. Und so, dass sozusagen der Freigeist des mit unendlich vielen Reframing-Möglichkeiten von außen und innen, denen die Veränderung gestalten müssen, zur Verfügung gestellt wird. Denn
Wenn wir nochmal limbisch denken zum Schluss, limbisches System, Bedrohungsmuster, wenn jetzt Führungskräfte nicht gewohnt sind, auf ihre intuitive Klugheit mit einzubeziehen, sich zu verbinden mit anderen und dort gemeinschaftlich Dinge sich entwickeln zu lassen, also dass es gelingt, was dann werden soll, dann sind die ganz anders unterwegs und brauchen jemanden, der sich, sagen wir mal, liebevoll stützt auf dem Weg dorthin, dennoch oder trotzdem oder gerade jetzt diese Transformation, die in ihnen selber sich vollziehen muss, als auch mit dem Team, dass ihnen das gelingen kann. Für mich ist es heute nach so vielen Jahren so, dass ich den Eindruck habe, ohne die Perspektive durch die moderne Hypnotherapie eigentlich in sämtliche Erklärungsmodelle, wie wir Wirklichkeit in uns erzeugen, gekommen ist. Ohne die könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie man Organisationsentwicklung macht. Und deswegen bin ich dem Gunter, der jetzt hier in dieser Veranstaltung ja auch geehrt wird, in ganz besonderer Weise dankbar, dass er so kraftvoll das A reingebracht hat in die ganze Beratungswelt, aber dass er auch kraftvoll die Verbindung zwischen kognitiv einleuchten, plausibel Steuerungs-Ich und wie fühlt es sich denn im Organismus an, so stark in die praktische Arbeit mit reinbringt. Denn wenn nur das eine oder nur das andere, das wird den Menschen nicht gerecht. Die Balance ist es, was dann tatsächlich Unterschiede ermöglicht, die die Driftbewegung an weiterhin anregt, die die Organisationen in der Transformation auf visionären Ebenen, menschlichen Ebenen, aber auch auf Organisationsebene miteinander gestalten müssen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und alles Gute.